Moin Leute, heute geht es los mit einer Reihe von Videos über das Thema Drucken, also Fotos zu Hause selber ausdrucken, auch Fine Art Printing genannt. Ich habe verschiedene Kapitel geplant. Heute geht es los so ein bisschen mit der Sinnfrage, warum sollte ich überhaupt drucken? Ich möchte ein bisschen was über Kosten erzählen und habe einen Quickstart Guide, in dem ich euch die wichtigsten Einstellungen zeige, mit denen ihr ganz schnell in Lightroom zum ersten selbstgedruckten Bild kommt. Teil 2, da geht es dann ein bisschen um die Hardware, Drucker und Tinte. Will ich ein paar Erfahrungen teilen, die ich so gemacht habe mit dem ein oder anderen Gerät. Ja, dann im nächsten Teil der ganze Themenkomplex Farbmanagement, Farbräume und ICC-Profile. Sehr wichtig, da wird immer wieder nachgefragt und viel darüber diskutiert. Ja, und dann im Teil 4 geht es um die Medien, also um das Papier, das Haptische, das Anfassbare. Meiner Meinung nach so fast eins der spannendsten Themen beim Fine Art Printing. Teil 5, da hole ich nochmal etwas aus, das wird wahrscheinlich etwas länger. Da gehe ich nochmal in die Tiefe aller Einstellungen zum Drucken aus Photoshop und Lightroom. Ja, und in Teil 6, da habe ich mich dann mal mit Fremdtinte von der Firma Farbenwerk beschäftigt. Was taugt das Ganze? Wie ist die Qualität? Und was kann man da möglicherweise an Geld sparen? Und im Zusammenhang mit dieser Tinte von der Firma Farbenwerk ergab sich auch die Notwendigkeit, eigene ICC-Profile zu erstellen. Und deshalb habe ich noch ein Kapitel hinten dran gehangen, wo es darum geht, wie man eigene Druck-, also ICC-Profile erstellt. Ja, dann habe ich geplant, wenn viele Fragen von euch aufkommen, die alle zu sammeln und vielleicht nochmal im Anschluss einem Livestream alle zu beantworten, abzuarbeiten. Also das kommt ein bisschen auf euer Feedback drauf an, aber ich denke, da würde vielleicht nochmal so ein Livestream Sinn machen. Ja, starten wir doch einfach mal. Die Sinnfrage, warum sollte ich überhaupt selber drucken? Das kann man wunderbar machen lassen, da gibt es Dienstleister für und da bekommt man dann auch wirklich eine Top-Qualität. Nun, aus meiner Sicht ist der wichtigste Punkt, es macht riesig Spaß. Ja, sich einfach mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen, das ist einfach eine tolle Sache. Außerdem kann man damit sein Hobby dann nochmal super erweitern und man beschäftigt sich noch mal viel mehr mit den Bildern. Ich glaube halt, dass dieser Prozess, ein Bild auszuwählen und das dann wirklich damit zu krönen, dass es auch gedruckt wird, ist halt noch mal ein wichtiger Schritt und damit ist man quasi noch mal ein bisschen gezwungen, sich tiefer mit seinen Fotos zu beschäftigen. Das Coole ist, ich kann auch mal gerade eben etwas drucken. Also ich habe das zum Beispiel immer oft gemacht, wenn ich Shootings hatte, dass ich dann mal gerade eben schnell den Leuten ein, zwei Prints mitgegeben habe. Und das kam eigentlich immer extrem gut an. Außerdem hat man natürlich eine extrem große Auswahl an Medien, an Papieren. Und ja, das ist meiner Meinung nach auch das Spannende, dass man halt wirklich hier mit den verschiedensten Papieren experimentieren kann und dann irgendwo der ganzen Geschichte auch nochmal so seine eigene persönliche Note verleihen kann. Natürlich kann man bei Dienstleistern auch Papiere auswählen, aber die Auswahl ist lange nicht so groß, als wenn ihr es selber macht. Für alle, die so ein bisschen semi-professionell fotografieren oder auch professionell, man kann damit natürlich ein Zusatzgeschäft generieren. Also ich habe zum Beispiel bei mir im Shop verschiedenste Bilder zum Kauf angeboten. Also da könnt ihr halt Fine Art Prints von meinen Bildern in unterschiedlichen Größen kaufen. Und ich persönlich finde das immer super spannend, wenn jemand ein Bild kauft und ich genau weiß, das kommt irgendwo an die Wand. Ja, und letztendlich, man hat immer ein Geschenk. Also es ist mal wieder kurz vor knapp. Weihnachten steht vor der Tür. Nur noch einen Tag. Ihr habt keine Lust zu shoppen. Also werden wieder Bilder gedruckt. Ja, und das Schöne ist, jeder sagt immer, wie toll die sind. Und deshalb gibt es jedes Jahr aufs Neue Fotos gedruckt vom Paddy. Ja, das Ganze hat natürlich auch Nachteile. Die Materie ist nicht ganz einfach. Also man muss sich da schon etwas reinarbeiten. Ich hoffe aber, dass diese Videoreihe dabei etwas behilflich ist. Es ist auch nicht
ganz billig. Also man hat halt die Tintenkosten, man hat halt die Papierkosten und ja, je nachdem kann das halt doch schon mal so ein bisschen zu Buche schlagen. Und aus dem Grund möchte ich jetzt auch mal ja, über die Kosten ein bisschen was erzählen. Also ihr habt natürlich zum einen die Anschaffungskosten des Druckers. Das kann jeder nachgoogeln, das ist relativ einfach. Aber was kostet es überhaupt, einen Druck anzufertigen? Und dafür habe ich einfach mal etwas recherchiert und eine Tabelle erstellt. Diese Tabelle, die habe ich für unterschiedliche Drucker gemacht, jetzt alle von Epson, weil ich halt selber mit Epson drucke. Für andere Druckerhersteller ist das wahrscheinlich übertragbar. Aber ich habe hier zum Beispiel meinen, den SCP-800, dann habe ich den Nachfolger, den 900er, dann habe ich die kleineren Schwestermodelle 600 und 700. Die unterscheiden sich halt durch die Größe. 800, 900 kann A2 drucken, 600, 700 A3. Also genau genommen können die A2 Plus und A3 Plus drucken, aber verzeiht mir, dass ich einfach sage A2, A3. Ja, und was kostet der ganze Spaß, beziehungsweise wo unterscheidet sich das? Ich habe hier einfach eine Berechnung vorgenommen, wo ich einmal die Tintenpatronenpreise genommen habe. Dann habe ich den Milliliterpreis ausgerechnet, der sich aufgrund des Inhalts in der Patrone ergibt. Und hier sieht man schon einen großen Unterschied. Also der SCP-800, der hat zum Beispiel 80 Milliliter Patronen. Dadurch ergibt sich ein Milliliterpreis von 63 Cent. Beim SCP-700 ergibt sich ein Milliliterpreis von 1,10 Euro. Preise müsst ihr googeln. Ich habe auch einfach geguckt, was so gerade ein günstiger Anbieter war. Also natürlich können die Patronenpreise etwas schwanken. Um jetzt weiter zu berechnen, muss man natürlich mal wissen, wie viel Tinte wird eigentlich beim Druck verbraucht. Und da musste ich mich einfach auf Aussagen aus dem Internet verlassen. Und ich habe Größenordnung gefunden von ja, so 15, 16 Milliliter pro Quadratmeter bis hin zu circa 22 Milliliter pro Quadratmeter. Abhängig von dem Medium, auch ein bisschen abhängig von dem Drucker. Ich dachte mir, nimmst du einfach mal den Worst Case und setzte hier einfach 22 Milliliter ein. Dann ja, muss man das Ganze umrechnen. Da habe ich hier so ein paar Hilfswerte eingetragen. Also ein A2-Blatt, das sind ja zum Beispiel 0,25 Quadratmeter. Und dadurch ergibt sich zum Beispiel DIN A2 Milliliter 5,5. Also ein A2-Druck braucht 5,5 Milliliter Tinte. Ja, und wenn wir das Ganze jetzt hier mit den Tintenpreisen dann entsprechend multiplizieren, dann ergibt sich hier bei meinem Epson SCP-800 ein Tintenpreis für einen A2-Druck von 3,44 Euro. Bei den kleineren Druckern, hier bei dem Epson SCP-700, da ergibt sich ein A2-Tintenpreis von 6,05 Euro. Der kann zwar kein A2, aber ich habe es der Einfachheit halber einfach mal hochgerechnet. Also hier seht ihr bei A3, da gibt es halt auch schon eine gewisse Diskrepanz. Ja, und das Ganze ist im Endeffekt darauf zurückzuführen, dass halt die kleineren Drucker kleinere Tintenpatronen haben und die kleineren Tintenpatronen vom Milliliterpreis entsprechend höher sind. Dazu kommt dann natürlich nochmal das Papier. Ich habe hier einfach mal ein hochwertiges 300 Gramm Photorack-Papier genommen. Wenn wir hier auch mal A2 nehmen, ich bin jetzt mal von 25 Blatt 150 Euro ausgegangen. Wir kommen also hier bei meinem Epson SCP-800 auf einen Preis von 9,44 Euro für einen A2-Druck. Ja, und bei dem Epson SCP-700, da wären wir bei 12,05 Euro, wenn der A2 könnte. Also ihr seht, da gibt es schon gewisse Diskrepanzen hier. Ja, und kleiner Spoiler, das ganze Thema Farbenwerk, Fremdtinte, das kommt dann natürlich später. Aber hier seht ihr schon mal, dass man damit natürlich dann ordentlich sparen kann. Was das Ganze taugt, das wie gesagt in einem extra Kapitel. Ja, so viel mal zu den Kosten. Da wisst ihr ungefähr, was auf euch zukommt. Und ja, man muss natürlich auch, wenn man mit dem Thema anfängt, sich mit dem Drucken zu beschäftigen, muss man auch einfach damit rechnen, dass man halt einige Milliliter an Tinte und einige Blatt Papier verbrät, um erstmal sich ein klein wenig heranzutasten. Damit das ein bisschen schneller geht, gibt es jetzt einen Quick-Start-Guide in Lightroom. Also wie kommt ihr ganz schnell zum ersten selbstgedruckten Bild in einer guten Qualität? Das Wichtigste ist, nachdem ihr einen Drucker gekauft habt und ein Papier gekauft habt, müsst ihr als erstes das Profil beim Papierhersteller runterladen. Alle Hersteller haben irgendwo Download-Bereiche. In den Download-Bereichen, da ist das Ganze dann geordnet
nach Druckern, nach Druckertypen und dann den entsprechenden Papiermedien und dann könnt ihr das Ganze runterladen. Anschließend müsst ihr das ICC-Profil einfach installieren. Installiert wird das, indem man es in einen bestimmten Ordner kopiert. Sowohl bei Windows als auch bei Mac sind halt einfach, ja, ist einfach rein kopieren und fertig. Wenn ihr dann Lightroom neu startet, steht euch das Profil zur Verfügung. Ich gehe jetzt mal in Lightroom hier in das Druckmodul und gehe jetzt hier, wie gesagt, im Galopp durch. Ich gehe noch nicht auf jedes kleinste Detail ein, also noch nicht auf die ganzen Layout-Optionen. Ich gehe also hier erstmal oben auf Einzelbild, dann ausfüllen, hier das Layout, das ignoriere ich jetzt erstmal. Hilfslinienseite ignoriere ich auch, da könnt ihr mit rumspielen. Wichtig ist halt hier dieser ganze Punkt Druckauftrag. Da muss man ein bisschen drauf schauen. Hier oben die Einstellung, die lasse ich auch erstmal, also nicht im Entwurfsmodus drucken. An der Auflösung muss ich nichts machen, Schärfen auch nicht und mit 16-Bit-Ausgabe habe ich hier auch nichts zu tun. Was halt dann wirklich ein wichtiger Punkt ist, ist das ganze Thema Farbmanagement. Und beim Farbmanagement, da gibt es hier unten das Profil. Und wenn hier diese Liste leer ist, dann geht ihr einfach auf andere. Weil man typischerweise mehr Profile auf seinem Rechner hat, als man regelmäßig braucht, kann man sich in Lightroom quasi Favoriten zusammenklicken. Und hier klickt ihr dann einfach das Profil an, was ihr gerade heruntergeladen habt. Und nachdem ihr das gemacht habt, steht das hier zur Verfügung. Das heißt, hier wählt man jetzt einfach das Profil aus, was halt zu der Kombination aus Drucker und Papier passt. Ja, und dann Renderpriorität nehmt ihr erstmal perzeptiv, auch dazu kommen wir später noch. Was jetzt ganz wichtig ist, ihr müsst als erstes natürlich, bevor ihr sagt, ihr druckt los, die Seite einrichten. Und hier legt ihr jetzt quasi erstmal eure Papiergröße fest. Wichtig ist halt hier den richtigen Drucker auswählen. Also wenn ihr mehrere Drucker installiert habt, dann hier einmal drauf achten. Ich habe hier natürlich noch so Bürodrucker drin. Aber ich nehme mal hier meinen Epson und danach bekomme ich hier sämtliche Papierformate ausgewählt. Ich nehme jetzt hier der Einfachheit halber A4 und das Ganze dann im Querformat. Ja, ich habe hier noch einen kleinen Rand eingestellt. Das sind alles Optionen, die stehen halt hier beim Layout zur Verfügung, aber wie gesagt, das dann später nochmal im Detail. Ja, und jetzt geht es schon in die Druckeinstellung. Das heißt, jetzt müssen wir noch festlegen, was der Drucker machen soll, was der Druckertreiber machen soll. Ich könnte jetzt hier unten links direkt auf Drucker gehen und dann hier alle Einstellungen vornehmen, aber Lightroom hat die Möglichkeit, diese Einstellungen später als sogenanntes Preset oder als Voreinstellung, Vorlage zu speichern. Und deshalb nehme ich die Einstellung hier unten links bei Druckeinstellungen vor. Der Dialog sieht genauso aus wie der hier unten. Nur das, was ich hier einstelle, wird halt bei der Vorlage mitgespeichert. Ja, auch hier wichtig natürlich, dass der richtige Drucker ausgewählt ist. Und dann hier unten beim Layout muss man normalerweise nichts machen. Bei Farbanpassung, da ist wichtig, dass alles ausgegraut ist, weil ich ja mein Profil hier unten gewählt habe. Das heißt, das Profil macht das Farbmanagement. Papierhandhabung, da kann man nochmal drüber schauen. Hier ist es wichtig, dass halt die gleiche Papiergröße ausgewählt ist, wie die, die ihr bei Seite eingestellt habt. Normalerweise nimmt man hier einfach vorgeschlagen und dann die Größe, die man auch ausgewählt hat. Deckblatt ignorieren wir. Wichtig ist Druckeinstellung. Das ist mit der wichtigste Punkt. Und hier müsst ihr das richtige Medium einstellen. Die Informationen über dieses Medium, die bekommt ihr von eurem Papierhersteller. Die meisten Papierhersteller, die haben halt eine Infodatei und in dieser Infodatei, da gibt es dann ja diese Einstellung. Ich mache das hier mal exemplarisch für ein Hahnemühlepapier. Und hier steht jetzt zum Beispiel das Medium, was eingestellt werden muss. Ja, zurück in den Druckertreiber. Und da kann ich halt jetzt sagen, ich möchte hier vorne Kunstdruck, also den vorderen Einzug in meinem Fall. Ich möchte Feinartpapier und ich möchte Velvet. Feinart war doch Velvet, oder? Jetzt muss ich nochmal zurück. Genau, Velvet, Feinartpapier. Das ist halt ganz wichtig, weil darüber wird dann zum Beispiel auch gesteuert, welche Schwarztinte verwendet wird. Die meisten Drucker haben ja Fotoschwarz und Mattschwarz.
Und außerdem werden da auch so Papiereinstellungen übertragen, wie dick ist das Papier und so weiter und so fort. Ja, dann könnt ihr noch die Qualität einstellen. Super fein, ist eigentlich super fein. Schnell könnt ihr auch machen. Bei dem Epson ist schnell ganz einfach, dass er beim Hin- und beim Rückweg druckt. Ja, und feinste Details, klingt eigentlich auch immer super, nehme ich auch. Ja, jetzt können wir noch einmal schauen. Seitenlayout interessiert uns erstmal nicht. Papierkonfiguration, hier könnte man jetzt später noch mal ein bisschen Feintuning machen. Hier könnte man zum Beispiel sagen, mein Papier ist etwas dicker. Brauchen wir jetzt aber auch erstmal für den Anfang nicht. Das Wichtigste für den ersten Druck ist, dass das hier passt, das Medium und vor allem das Profil. Das ist das Allerwichtigste und dazu natürlich dann die Papiergröße. Und wenn ich das jetzt hier speichere, dann kann ich halt hier in diesem Vorlagenbrowser mir jetzt eine Vorlage erstellen und in dieser Vorlage, da sind halt Papiergrößen, da ist das Layout gespeichert, da ist mein Profil gespeichert und da sind auch diese ganzen Druckertreiber-Einstellungen drin gespeichert. Wenn ich das einmal gemacht habe, brauche ich später nur noch einmal draufklicken und die Sache ist fertig. Ja, jetzt brauche ich nur noch hier auf Drucker drucken gehen und schon geht es los und ihr habt euer erstes, ja, selbstgedrucktes, hochwertiges Bild. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist natürlich, ich sag mal, den Anfang der Kette, Bildschirm kalibrieren und so. Das ist auch kein unwichtiges Thema. Aber wenn ihr einen halbwegs guten Monitor habt, einen modernen, dann ist das mit den Farben im Normalfall nicht so ganz verkehrt. Und wenn ihr dann die ICC-Profile der Papierhersteller nehmt, fahrt ihr damit eigentlich auch schon mal sehr gut. Ja, das war's für den ersten Teil. Ich hoffe, es war ein schöner Einstieg. Bin gespannt auf euer Feedback und ja, beim nächsten Mal dann das Thema Drucker und Tinte.